Okay, Leute, weiter geht's mit Pokémon Sword Silver. Ja, wir befinden uns hier gerade in Oliviana City vor dem Leuchtturm, in dem wir jetzt auch hineingehen. So. Sagt ihr uns noch irgendwas? Nein. Und von dem weiß ich, dass uns auch nichts sagt. So. Gehen wir also einfach mal. Weiter. Oh, Spaß. Okay. Kampf gegen einen Gentleman. Einem Noctu. Okay. Noctu sollte kein großes Problem sein. Ja. Wird besiegt. Auch ziemlich einfach. Und der Gentleman hat kein Pokémon mehr. So. Aber er will unsere Nummer. Ja, das Geräusch ist so. Jetzt sehe ich die Musik. Und ja, hier drin gibt es viele Trainer. Wie man sich auch denken kann. Und so auch dieser Matrose. Mit zwei Quapsel, ich weiß. Oder Quapsel und Quapuzzi, ich weiß nicht mehr. Genau. So. Und ja, für die Ballkapseln jetzt, also neben dem Leuchtturm befinden sich ja zwei Häuser. Und in dem rechten davon gibt ihr das kleine Mädchen Sticker, dafür braucht man einen Stickerkoffer, den man erhält, wenn man das kranke Miltank auf dem Miltank war mit Dinelbeeren geheilt hat. Aber da ich ja keine Dinelbeeren mehr habe, kann ich das auch leider nicht tun, tut mir leid. Ich weiß auch nicht wirklich, ob ich das mit Ballkapseln und Wettbewerben da in meinem Walkthrough einbauen soll, aber naja, man sollte im Walkthrough ja schon so alles zeigen. Aber das tut mir leid, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich habe euch gesagt, es geht, aber mehr kann ich jetzt wirklich nicht mehr tun. So, der hier fragt auch noch unsere Nummer. Ja, vielen Dank. Und ein Vogelfänger, der uns auch noch herausfordert. Hat 5 Taubsies. Kann man sich ja hier denken eigentlich. Ja, Rückzug, burn, burn, burn. Wird aber kein Burn. Naja, was soll's. Topsy wird besiegt. Hat nicht gerade viel, aber was soll's. So, das nächste Topsy kommt rein. Mit 15, auch kein Problem. So, das dritte Topsy. Und wir machen einfach weiter mit Feuerschlag. Soll er dann nur seinen Rückzug machen, stört mich nicht. Das war wahrscheinlich sein stärkstes Level 19. Und noch eins, sind wir 17 oder 18? Ich glaube, es ist... Nein, es ist 15. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Und zwar hat der ein 16er, zwei 15er jetzt. Ein 17er. Nein. Hat kein 17er. Er hat 3 15er, ein 16er, ein 19er, okay. Gut. Sorry. Und das letzte Level 15, Taubsi wird jetzt auch besiegt. Danke, Eugen. Und wir machen uns weiter hoch. Ich weiß, dass ich da jetzt runterspringen muss, aber ich besiege erstmal alle Trainer, damit das aus dem Weg geschafft ist. Und mag mal auch noch zusätzlich ein bisschen
EP bekommt. So, das war kein Problem. Mit der Finten, jetzt kommt noch ein Vulcano. Jetzt wird der Angriff zwar zweimal gesenkt durch Bedroher, aber ich denke, Finten sollte trotzdem noch ausreichen, um das Vulcano, das 11 Level drunter ist, zu besiegen. Nein, das leider nicht. Also brauche ich ihm nochmal eine Finte. Und jetzt ist es endgültig down. So. Danke, Gentleman Felix. Ich hoffe, der will jetzt nicht auch noch unsere Nummer, will er nicht. Die Mutter ruft uns wieder an. Ja, ich besiege die einfach noch, weil da noch ein Item liegt, das ich mir noch holen werde. Marill, nicht schlecht. Sogar eine 20er Level. Gut. Gucken, wie viel Fint abzieht. Ja, einigermaßen viel. Und mit roten Schlag kann er eben nichts erreichen. So. Tschüss, Marill. Noch mehr Rill. Wie es auch immer genannt werden wird. So, Göre Ramonas besiegt. Er versucht ja also ein bisschen gleichmäßig zu trainieren. Da mag man jetzt auch, was Level 30 ist. Werde ich das jetzt noch bis Level 30 bringen und dann werde ich Garabat finden. So, wir haben ein TM gefunden. Angeberei. Meiner Sicht jetzt noch keine besonders nützliche TM, aber es gibt ja verschiedene Meinungen. Ja, Sonderbomben gefunden. Das ist sehr gut. Möchte ich das eine oder andere später nochmal einsetzen, um bestimmte Attacken zu erlernen zu lassen. So, Heimatrose. So, ein Krabi. Sicher auch nicht nein zu einer Finte sagen wir. So, zieht er mal leider nur die Hälfte ab. Naja. Anderen wird sie jetzt sicher weniger abziehen. Nein, und trotzdem besiegt. So, sehr schön. Magma reicht 30. Er lernt nichts. Also auch gerade das, was er gelernt hat. Und jetzt kommt noch ein Krabi. Aber wir haben schon die Hälfte von Finte verbraucht jetzt, aber egal. Machen wir noch zweimal Finte. Gehört ja auch nicht weiter. So. Damit wäre dieser Matrose auch aus dem Weg geräumt. Und wir können uns an einem weiteren Äther begnügen. So. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch drin jetzt sind, aber. Ich trotzdem mal Fightbank nach vorne. Ja, hier ist noch ein Trainer. Zum Aussehen zufolge hat der Vogel-Pokémon. Ja, und er ist auch ein Vogelfänger. Muss jetzt aufpassen, da Fightbank eine vierfache Flugschwäche hat. Und soweit sie nicht mit Schnabel angreifen können, ist mir das recht. So, er hat ein Ibizak. Nicht schlecht. Und ja, das Ibizak wird besiegt durch eine Kopfnuss. Jetzt kommt noch ein Habitak. Ich finde, dass für Level 26 eigentlich schon erstaunlich viel KP hat, dafür, dass es keine Entwicklung hat. Und ja. Vogelfänger Benno. War schön mit dir. Tschüss.
So, jetzt geht's hier nochmal hoch. Dann gibt's anscheinend doch noch einige Trainer. Ein weiterer Matrose, also rettet uns zum Kampf. Okay, ja, Quapuzzi. Kopfnuss wird das schon gehen, so, wir hexen sogar, er schreckt zurück. Und wir können ihn mit einer weiteren Kopfnussattacke besiegen, so. Pepe wurde besiegt. Ja, der will nur wieder ein Foto machen. Ja, von mir aus. Ist ja eine schöne Erinnerung. Spaß. Nein, keine Ahnung, wieso ich das eigentlich mache. Aber egal. So. Ja, das weiß ich auch, dass ich jetzt einen Schnappschuss am PC ansehen kann. Und da liegt noch ein Pokéball. Deswegen mache ich mir noch die Mühe, gegen diesen Trainer zu kämpfen in den letzten 4 Minuten, die ich noch habe. So. Apollo trifft sich sehr gut. Da wir auch Flugattacken haben, den wir Kampf-Pokémon ganz einfach auswischen können. So, tschüss Macholo. Und Macholo. Ich nenn's. Ja, Macholo. So, jetzt kommt Quapuzzi. Das letzte Mal hat Quapuzzi eine Kopfnuss überlebt, aber da war es auch 2 Level über. Probieren wir es ihm nochmal. Diesmal überlebt es auch. Okay, aber es schreckt wieder zurück. Sehr schön. Nochmal Kopfnuss. Und jetzt kommt noch ein Macholo dran. Und tschüss. Einen weiteren Superschutz. Als ob wir gar keinen verschwendet hätten für den Ladestreif. So, jetzt sind wir oben angekommen. Bei, und das auch schon Arenaleiterin Jasmin mit ihrem kranken Ampharos, das ja eigentlich den Leuchtturm zum Leuchten bringen sollte. Und jetzt bittet sie uns, den Geheimtrank, also die Medizin für das Ampharos, aus der Apotheke von Anemonia City zu holen und hier zu bringen. Damit der Leuchtturm eben wieder leuchtet. So, jetzt haben wir einen Supertrank noch erhalten. Und ja. So, jetzt habe ich mal Ampharos an erste Stelle gesetzt. Da ist jetzt, ja, hier auf dieser Surfstrecke mehr Wasser-Pokémon gibt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Mit dieser Surfroute bis zur Anemonia City. Bis dann, ciao.